Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo, mit meinem Let's Play Europa Universalis 4. Zurück in Österreich. Wir schreiben das Jahr 1467. 1467, machen wir die Pause weg. Ich habe mir letztens, weil sie im Sale waren, zwei weitere DLCs gekauft, die ich auch gleich aktiviert habe. Und zwar eines war Mandate of Heaven. Dadurch kriegen wir diese Sachen hier dazu. Wir sind gerade in der Age of Discovery. Wir können hier offensichtlich einige Sachen noch zusätzlich kriegen, wie zum Beispiel Cavalry Armies oder Higher Developed Colonies oder Adaptive Combat Terrain. Das gibt es nicht für uns. Das ist Portugal, das ist Dänemark. Ah, das sind so spezielle Sachen für vier Nationen, die besonders erfolgreich waren in der Age of Discovery. Keine Ahnung, ob wir sowas auch kriegen. Österreich war schließlich auch irgendwann mal ziemlich erfolgreich. Egal. dafür brauchen wir Splendor. Und Splendor ist etwas, was wir offensichtlich kriegen einfach. Wir kriegen zurzeit pro Monat einen Splendor-Punkt. Ich habe keine Ahnung, wie wir den verbessern können. Den kriegen wir halt. Crusades can be called by the Papal Controller, Catholic Ruler, keine Ahnung. Absolutism. Auf jeden Fall sind da einige Sachen dabei, die dann ganz praktisch sind. Justified Wars zum Beispiel senkt unsere Aggressive Expansion und so weiter. Ja. Wobei, durch das ich eben jetzt erst gestartet habe, haben wir da genau 0. Ich weiß nicht, ob andere Völker das schon haben. Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, wir haben den anderen jetzt nicht einen Vorteil gegeben, indem die anderen da schon gestartet sind. Ich glaube, da unten sind Dinge, wenn wir... Wenn wir da genügend haben, dann können wir eine goldene Ära starten. Also wir haben Embrace Renaissance haben wir schon. A Large City, das ist immer knapp dran. Own and control a core province with at least 30 development. Wieso haben wir da 23 von 32? Keine Ahnung. Control Centers of Trade. Discover America. Das werden wir wohl nicht machen. Hold Free Thrones. Das könnten wir schaffen, wenn wir Ungarn den Regency-Krieg aufzwingen. Das werden wir ja quasi als nächste große Tat machen. Humiliate Rival. Das sollten wir auch irgendwie schaffen, hoffe ich. Present on two continents, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Aber das sollte möglich sein und das da unten natürlich auch. Wer sind überhaupt gerade meine Rivalen? Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt. Nein, geh nach Österreich. Ah, Ungarn. Ungarn, Osmanen und Aragon. Na gut, okay. Doch nicht so einfach. Wir können außerdem keinen Krieg erklären, weil wir natürlich genialerweise ein Regency Council haben, weil unser Erbe gerade mal 4 Jahre alt ist. Was schade ist. Derzeit machen wir ein wenig Geld, nicht viel, und zwar hauptsächlich deswegen, weil wir unsere Truppen nicht wirklich maintainen. Wenn wir die voll Maintenance machen, machen wir noch immer ein bisschen an Gewinn. Das machen wir vielleicht, nein, machen wir vielleicht nicht. Ich würde mich ganz gerne da in Welschbern und in Südtirol den Unrest auf 0 schicken. Und das geht aber nur, wenn wir hier die Truppen genug bezahlen. Na, schauen wir mal. Warte mal, wir haben... Ah, Cardinal Exposed. The Cardinal in Brussels has been rumored to be of weak character. But has always been discreet enough not to warrant further investigation. Now it appears that foreign spies from Liege,
who have had their eye on him put an end to this and exposed his sins to the Pope. Das ist nicht gut. His days as a cardinal are numbered and our power in the Curia will be weakened due to this untimely Legion intervention. Was? Spinnen die? Die haben einen Kardinal gekostet. Warte mal. Haben wir eigentlich da. Ja, wir haben die 10%. Schon. Haben nur noch einen Kardinal? Echt jetzt? Papal Influence sollten wir erhöhen, wenn geht. Weil da können wir auch diese Sachen machen, wenn wir genügend Papal Influence haben. So, und in Südtirol noch Unrest. Muss man schauen. Da steht noch nicht die unsere Armee. Ah, da ist 0,9. Dass wir mehr bezahlt haben, hilft also. Eigentlich müsste das auf 0 sinken. Wenn wir da jetzt voll diese Leute bezahlen, reicht das dann, dass da auf 0 geht? Ah, warte mal, wir könnten aber. Diplomat. Ah ja, wir sind auf 0. Das heißt, die Separatisten sind weg. Auf 0 gehe, kommt dann der Separatismus wieder. Ich würde nämlich ganz gern mehr Geld machen, weil wir haben nämlich noch Schulden. Ich möchte möglichst die Schulden so schnell wie möglich zurückzahlen. Ah nein, da sind sie wieder, die Aufständischen. Ja, okay, soll sein. Solange sie nur auf 0% sind, ist das nicht so schlimm. Die Rebel Factions, ah verdammt, vergessen. Ja, mit den zwei Dings kommt auch das hier. Wir können tatsächlich hier unsere Improved Relations, wir können da den Computer entscheiden lassen, mit wem er Relations improved. Designate March. Annex Vessel. Urbino könnten wir annektieren, aber das wollen wir noch nicht. Break Royal Ties, Claim Throne. Issue Embargo. Oh, Issue Embargo. Wir sollten eigentlich unsere unsere Rivalen Embargo, ein Embargo machen. Revoke Embargo 2, Send Gift, Give Subsidies. Emperor Actions schauen. Achso, na, das ist nicht gut. Demand unlawful territory. Oh, wir können von denen und denen. Die würden das machen jetzt. Dann haben wir Mainz wieder. Mainz ist zwar jetzt dann trotzdem nicht der einer von den Elektoren, aber es existiert wieder. Das finde ich gut.
vorhin hatten, haben Sie, wollten Sie das nicht machen. Sicherlich, die Pfalz ist jetzt grantig auf uns, aber wir wollen möglichst viele, möglichst kleine Staaten in Deutschland haben, weil das erhöht unsere Imperial Authority. Je mehr kleine Staaten, desto besser. Plus 0,3 im Monat ist schon mal nicht schlecht. Weil wir möchten möglichst schnell diese Institutionen durchgehen und dafür brauchen wir 50 da und genügend Leute, die dafür sind. Es sind relativ viele derzeit dafür. So, das heißt aber, warte mal, ich kann noch von Dithmarschen auch jemanden. Was können wir von Dithmarschen verlangen? Stade. Warte mal, das muss ich mal anschauen. Wo ist ein Stade überhaupt? Geht das mit Steuerung F hier auch? Nein. Wie kann ich denn da? Ich möchte ganz gern suchen. Menu Find. F wäre das. Das ist irgendwo da oben. Was würde das? Das würde werden. Ah, das ist okay. Das verlangen wir doch glatt. Werden ausgezeichnet. Ja, wurscht. Tut, was ihr nicht lassen könnt. So, dann. Revoke Free City Status. Nein, das wollen wir nicht machen. Eher dazugeben. Wir haben jetzt drei Embargos mit Aragon, Osmanen und Ungarn. Das passt. Royal Marriages wollen wir nicht. Break Royal Ties. Können wir es mit Ungarn machen? Was würde das machen, wenn wir das mit Ungarn jetzt tun? This will hurt our relation and slightly destabilize our country. Prestige minus 1. Das würde also nicht die Stabilität ändern. Nein. Ha, wir verlieren gar keine Stabilität auf diese Art und Weise. Das ist gut. Wenn wir denen nämlich den Krieg erklärt hätten, Ach shit. Diese verdammten Osmanen. Haben da jetzt dieses Gebiet erobert. Das gefällt mir nicht. Das heißt, wir müssen nachher nicht nur Ungarn in die Personalunion bringen. Nein, wir müssen nachher auch noch gegen die Osmanen Krieg führen, damit wir das Zeug zurückerobern. Damit wir unsere Sachen gewinnen. So, und Subject Countries, Outraged Countries, Outraged Countries klingt gut, oder Allies. Okay, mit wem macht er? Mit Venedig? Nö, bist du blöd? Mit Venedig brauche ich dich nicht. Idiot. Und vielleicht doch eher. Mecklenburg und Baden hätten gern eine Royal Marriage. Vergesst es. Meine Legitimität ist eh schon so gering. Und mit jeder Royal Marriage, die ich eingehe, sinkt sie. Sie steigt zwar, glaube ich, auch, wenn ich eine Royal Marriage habe. Ja, plus 0,1, aber es braucht minus 2, glaube ich, wenn man eine schließt. Na gut, dann machen wir halt Neighboring Countries. Wer ist der? England? Finde ich gut. Wir sind England. Ah, wir benachbaren England in Calais.
Schau da was an. Ja, das ist eine gute Idee. England ist eine gute Idee. Die sollen friedlich und freundlich mit uns sein. Die brauchen wir dann im Kampf gegen Frankreich vielleicht. Ich würde ganz gerne tatsächlich den Ungarn den Krieg erklären, aber es geht nicht. Ach, warte mal, wir können jetzt, die Dings haben einige neue Dings da mitgebracht. Sell Ships, wir können jetzt Schiffe verkaufen. Ah, das hätte ich am Anfang des Spiels gebraucht. Jetzt ist es zu spät. Das habe ich gesehen bei einem Let's Play, der hat am Anfang seine doofen, teuren Schiffe verkauft. Na gut. Ah ja. Plus 5 im Monat. Wie lange brauchen wir dann, dass wir das da zurückzahlen? Brauchen 220. 1469 geht sich das aus bis 1469. We have gained the conquest Casus Belli. Wieso das? Was? Wieso habe ich jetzt den Casus Belli gekriegt eigentlich? So, wer will da durch mein Land? Ravensburg. Finde ich okay. Royal Marriage Holstein. Eigentlich finde ich das nicht okay. Wir haben gerade wie viele Beziehungen? Ah, nicht das. Wir haben 4 von 6. Das heißt, wir könnten eh Beziehungen eingehen, noch zwei, weil bis wir Ungarn angreifen können, dauert das eh noch. Schauen wir mal, wen hätten wir denn gerne da? Wenn wir eine Allianz mit Holstein eingehen, oder schauen wir mal, ha, nein, das ist ja das, was ich so toll finde, dass wir jetzt das schauen können. 63 Leute würden mit uns eine Allianz machen. Holstein, Bayern, Köln, Mailand auch schon. Kastilien, das ist interessant. Kastilien ist wirklich interessant, weil wir wollen ja gegen Aragon auch Krieg führen. Ich glaube, Kastilien, wenn wir schauen, dass wir in unser Bündnis kriegen. Du kommst mal zurück. Wen haben wir dann noch? Anhalt, Magdeburg, Mainz, Utrecht, Byzanz, Elsass, Lucca, Münster, Baden, Württemberg, Frankfurt. Das sind lauter Leute, die wir beschützen und nicht umgekehrt. Sachsen. Sachsen wäre interessant. Das ist immerhin einer von den Elektoren. Und er ist relativ groß. Sachsen oder Brandenburg? Schauen wir mal. Wie ist das mit Sachsen? Wenn Sachsen noch ein bisschen besser wird, hätten wir. Ah ja, nehmen wir Sachsen, das ist eine gute Idee. So. Sachsen. Was ist da? Korruption schon wieder? Nein! Nein! Ah. Was kostet denn Geld? Hot Shells. Shells. Nein, mit dir nicht. So, hätten wir das. Mehr Bündnisse, die uns noch mächtiger machen. Sachsen, Polen. Kastilien als Bündnispartner. Sehr gut, sehr gut.
Damit sind wir so mächtig, dass wir es eigentlich mit jedem aufnehmen können. Also, zumindest wenn uns die Bündnispartner dabei helfen. Also angreifen wird uns wahrscheinlich eher niemand. So, dann haben wir da noch einen Typen. Mit wem machen wir da Beziehungsverbesserung? Holstein. Das Problem ist, wir können nicht allzu viel machen. So, wir haben da 10%, das heißt, irgendwann einmal werden wir da wieder anfangen, die Leute zu bezahlen. Und wenn wir die Leute, ach Gott, jetzt haben wir wieder Korruption und die Korruption kostet uns Geld. Ärgerlich. 10 Euro kostet uns diese Korruption. Ich hasse sie. Na gut. So, wie ist das mit der Technologie? Sind wir weit hinten nach? Ein wenig. Administrativ sind wir ein bisschen vorne, aber diplomatisch und militärisch sind wir hinten nach. Das heißt, wir sollten... Wir könnten das... Wir könnten von administrativ weggehen und da auf diplomatisch umschalten. Wir könnten auch hier Flemish Dutch Remote Culture. Ich weiß gar nicht, es ist so, so, was haben wir da? Krim ist uns wurscht. Military Leader haben wir verloren. Ist auch okay. Wir könnten hier rein theoretisch. Ich bin, diese Sternchen heißen, dass sie in der gleichen Culture Group sind. Und sobald wir Emperor sind, offensichtlich können die sowieso zu unserer Gruppe. Das heißt, die müssen wir möglicherweise eh nicht. Müssen wir möglicherweise eh nicht promoten. Venezianisch vielleicht aber schon, weil Venedig und Friaul und Istrien will ich ja noch erobern. Ja, okay. Machen wir das. Ja. Sachsen will auch. Na okay. Wer braucht schon eine hohe Legitimität? Erhöht nur unsere Unrest im Land. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ja, ist mir wurscht. Die sollen claimen, was sie wollen. Ach weh, und wir machen noch immer Minus. Könnten wir die Korruption jetzt endlich loswerden? Wie lange dauert das? Ein Jahr, glaube ich, bis man die Korruption los ist. Genau, wir haben 1 Korruption gekriegt und wenn wir das bezahlen, verlieren wir 1 Korruption im Jahr. Hurra! Sogar 1,09. Buhu. So, das können wir weggeben dabei einmal. Das ist das mit dem Einbinden von Vasallen. Das machen wir dann schon noch. Aber natürlich erst später. Das ist absolut bescheuert, dass wir keine Kriege erklären können in der Zeit. Vielleicht sollte ich das sogar noch schneller machen dafür. Hey, wir haben in Brüssel wieder einen Kardinal, finde ich gut. Mal schauen, 47 Punkte.
Fast können wir hier was tun. Es gibt einen, der die Stabilität um 1 erhöht. Das könnte man vielleicht sogar. Ach, warte mal, das muss ich schauen. Ist das da dabei? Wir können Edikte machen. Und Prosperity gibt es auch bei dem Mandate of Heaven. Das ist ja nett. Wenn das voll ist, dann bekommen wir mehr Zeug. Currently at 5% Progress towards Prosperity. Was, wenn wir 100% Prosperity haben, dann kostet uns die Development weniger, wir produzieren mehr Goods und die Autonomie sinkt schneller. Kann ich mir das irgendwie anschauen? Hier, wie das mit meiner Prosperity ausschaut, bei der Station kann man sich anschauen. Ungarn ist sehr viel devastated, ist eh klar. Da drüben. Aber Prosperity gibt es noch nirgends. Das heißt, die sind alle auf 0% Prosperity oder so. Ja. Die sind auf 4%. Da sind wir sogar noch weiter mit Wien. Rom ist natürlich weiter, ist eh klar. Ja. Na gut. Loot, Trade Value, Institutions, Institution Spread. Ja, schau dir was an. Ganz Italien hat es schon, Spanien noch nicht, aber gut. Soll sein. Ich bin ein sehr langsamer Spieler im Übrigen, wie ihr vielleicht herausgefunden habt. Wäre irgendwie echt cool, wenn wir das gleich schon schaffen würden mit unserem Vierjährigen, weil der wird ja wohl nicht so bald sterben. Jetzt mögen uns die ganzen Leute. Ah, doch nicht. 17 sind dagegen. 17 sind dafür und 37 dagegen. Vielleicht wird das besser, wenn wir. Ah, die sind nur mit minus 0,1 dagegen. Das ist alles im Bereich des Machbaren. Mit ein bisschen Diplomatie und ein bisschen gut zureden geht das schon. Kriegen wir die schon hin? Naja, minus 13 ist vielleicht nicht ganz so machbar. Salzburg. Wir werden dann vielleicht einmal anfangen. Oh, warte mal. Fangen wir vielleicht gleich einmal an. Da. Improve Relations. Passt. Das geht schneller, als man denken wird. Machen wir. Nein! Ja. Okay. Na, schauen wir mal. Was haben wir denn da alles? Trade Efficiency Guy. Moral of Navies? Nein. Diplomatic Reputation ist natürlich sehr schön für uns. Improved Relation ist auch nicht schlecht. Aber das sind Zweier, den können wir uns nicht so gut leisten. Schauen wir mal, ob meinen Half Price. Typen kriegen. Yearly Inflation Reduction, bist du wahnsinnig. Was haben wir da? Oh, Skill 3. National Unrest minus 2. Okay, nehmen wir den diplomatischen Reputationstypen oder Trade Efficiency. Trade Efficiency bringt ein bisschen mehr Geld und der andere bringt
mehr Zufriedenheit unter unseren Vasallen und anderen Typen. Ich glaube, für Österreich ist der Typ besser. Trade Efficiency ist, glaube ich. Weiß ich nicht, wie viel Geld machen wir über Trade überhaupt? Nur 1,89. Das meiste Geld machen wir über Taxation. Das heißt, wir könnten uns das ja mal anschauen. Wir haben da nur 18%. Ich meine, wir sind zwar der Chef da, aber in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist das jetzt nicht so der Burner. Das sind diese ganzen kleinen Wappler und die sammeln natürlich alle für sich. Und diese Wappler geben zwar nicht wirklich was zu uns, aber naja, immerhin, da kommt mehr Geld von da zu uns als nach Venedig. Was ist mit da? Kann man von da auch? Okay. Wir sollten relativ bald in die venezianische Node gehen. Warte mal, wie war das? Können wir das ausbauen? Nein, das ist ein falscher Dings. Wir können diese Dinge ausbauen mit irgendeinem DLC, weiß ich. Aber wir offensichtlich nicht, den haben wir nicht. Na gut, na, machen wir weiter. Jetzt haben wir wieder ein Plus von 5. Die Korruption ist zu Ende. Ja, aber das Problem ist, den Dings wenn man trotzdem nicht. Ja, okay, bitte durch. Wenn ihr uns dann mögt, mehr. Wir wollen ja schließlich, dass ihr dann später für uns hier stimmt. Oder? Ah, 36 Prinzen sind für die Reform. Na, schaut was. Lübeck wahrscheinlich auch mittlerweile. Yep. Oder zurück. So, was ist mit dir? Bist du dagegen? Ja. Dann machen wir dir auch Improve Relations. Ein paar Monate. Frankreich und England haben Krieg erneut. Ich würde sagen, das sind die letzten englischen Gebiete, die naja, mit dem Papst können wir auch wieder auf Krieg führen. Das ist nur blöd, weil wir keinen Krieg führen können. Utrecht. Ja, wieso nicht? Oh, die führen gegen Frankreich Krieg. Utrecht ist offensichtlich verbündet mit dem Wahnsinnigen. Ja, was soll ich tun? Ich kann es halt nicht zahlen. Ärgerlich. Ja, die venezianischen Separatisten. Ach, ich weiß auch nicht. Sehr ärgerlich. Wir bräuchten einen gescheiten Krieg, der uns Geld bringt. Und den können wir ja nicht erklären. Weil wir einen Regency Council haben. Ah. Na okay. Herrschaften an dieser Stelle sage ich mal einen schönen guten Abend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, schlaft gut und träumt was Schönes.